die zwei Nachbarn, das ist auch egal. Und werde von den Viechern erledigt. Achso, das sind nur Foltermeister. Das ist ein Teufel. Nein, Fernkampf mache ich auf das Viech nicht, weil das den Fernkampf gegen Bär hat. Deswegen töte ich es lieber im Nahkampf direkt. Oh, das war ein ganz böser Zauber. Der hat ordentlich reingehauen. Jetzt töte ich erstmal einen Teufel. Also, da habe ich noch ein kleines Zeug verloren. Jetzt habe ich 17 Scharfschützen. Ja, erledige du den einen da. Und mit meinen Rittern erledige ich die 41 da. Ja, schieße ich halt doch mit der Ballistik drauf. Wenn es halt nicht anders. Oh. Ah, nein, da oben ist noch eins. Den habe ich übersehen. Ich wusste gerade gar nicht, mit was ich drauf schieße. Ich habe jetzt auch keine Lust, was erste Hilfe jetzt warten. Wenn die halt sterben, dann sterben sie halt. Da kann man nichts gegen machen. Ich werde dem Tod nicht widersprechen. Ja, das ist Ausgang. Ach so, das ist der Ausgang des Einwegportals. Das sind beides nur Ausgänge. Ich dachte, das wäre jetzt der Eingang von dem Einwegportal. Aber ich könnte, ich glaube, hier unten ist der andere Held. Nein. Nee, aber das ist auf jeden Fall die Treppe hier. Okay, der ist bei der anderen Treppe. Dann gehe ich hier nicht runter. Dann erledige ich die Baum. Boah, wo will der denn hin? Der, hä? 5 Runden bis hierhin. Der will... Wo läuft der? Der will in die Unterwelt und der auf der anderen Seite wieder raus, oder was? Der will hier... Ja, in die Unterwelt. Hahaha, krank. Nein, das erlaube ich dir nicht. Du rennst einfach gegen das Viech. Das ist ein bisschen kürzer. So. Ja, noch ein Haufen Bäume hier wieder. Machen wir einfach nochmal Sturzflug. Das war letztes Mal ganz effektiv, auch wenn der so spät kam, dass ich den gleich wieder vergessen hatte. Aber die Viecher haben ja eh keinen Angriff. Ja, es ist glaube ich noch einer weniger geworden von den Inquisitoren hier. Die kleinen Viecher, die kannst du eh komplett vergessen. So, ja, hau halt da drauf. Hau auf das drauf, was ich dir biete. Was sich dir vor die Nase stellt, ist ganz egal, was das ist. Baller halt einfach drauf. Da hat er noch einen erledigt. Da erledige ich noch zwei. Was ist das Ding? Nein, das Ding ist auch einfach nur 4 Felder. Was ist denn? Ach so, diese Felder daneben. Ich habe gerade so 6 Felder gesehen und dachte, hä, wieso sind da 6 Felder? Nee, meine Königin, meine Isabella. Isabella macht doch nicht so einen Schaden hier, so einen Flechtenschaden. Das hat mich gerade verwundert. Du beweg dich einfach nicht. Du beweg dich auch nicht. Ah, das sind die kleinen. Oh, hier erledigen sie aber nur 2. Oh, was? Wie speedet das Ding denn ab? So ein Mega-Flitzer hier. Ach, keine Gegenwehr, wie langweilig. Ja, Fernkampf. Erledige wenigstens einen. Und zeige, dass du nicht sinnlos auf dieser Welt bist. Oh, der kann sich nicht bewegen. Der steckt hier zwischen dem Viech und diesem Holzstück fest. Das ist der. Ach so, der steckt ja nicht zwischen fest. Der ist fest. Der kann ja eigentlich fliegen. Der kann drüber fliegen. Deswegen habe ich mich auch gewundert, aber die sind beide festgewurzelt. Die können sich nicht bewegen. Ah, da ist die Wurzel aufgehoben. Und die Priester sind dran. Und die Ärzte. Oh, das muss ich gerade. Oh, guck mal, von ganz nah. Aus einer verschiedenen Perspektive. Davon kann ich 2 wiederbeleben. So, die Junker. Ah, die wären zum Einsatz gekommen, hätte ich sie vorhin bewegt. Jetzt bewege ich sie erst eine Runde später, jetzt kommen sie nicht mehr zum Einsatz. Tja. Aber die wären nicht nützlich gewesen. Das habe ich ja jetzt schließlich auch einen Schlag später hingekriegt. So, und jetzt will ich auf mein Maximum Level geübter Gegenschlagen machen wir halt. Oder Segnung, was ist das? Total gibt die Sonnenkampf nicht mehr Zeit, weil ich moderne Initiative angriffe anzuheben. Ja, machen wir halt das. Ja, höchster Erfahrungsstufe erreicht und keine Bewegungspunkte. Noch so eine Sache, die ich erreicht habe. So. Der auf einem Elefanten läuft der. Wie komisch ist das denn?
sind das nicht Dämonen? Wieso greift ein Dämon auf einen Elefanten? Von Dämonen würde ich irgendwelche Dämonen-Viecher-Kreaturen erwarten. Ja, toll, 1000 Erfahrung. Ja, jetzt sagen wir doch mal, wo... Da ist ein Obelisk. Yes. Wahrscheinlich gibt es auf dieser Map dann noch irgendwo rechts unten auf der Karte einen dritten. Ja, der eine ist so ziemlich mittig, der eine hier links unten, der andere wird dann rechts unten sein. So, nein. Ja, egal. Ich baue doch das andere Gebäude hier. Baue das andere Gebäude, das hier. Und dann werde ich auch gleich noch die Magier-Gilde ausbauen. Einfach weil ich kann. Habe ich Einheiten schon? Habe ich noch nicht. Ui. Sorry. Ja. Genau, ich will jetzt hier wieder alles zusammenpacken. 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 Der da rein, den da hin und die da rein. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich. Dafür muss ich die aufteilen. Und ich will als nächstes diese Viecher upgraden. Ich kann auch 16 upgraden, ja. Dann nehmen wir mal da 10 raus. So. Und jetzt. Das geht nicht. Es ist nicht möglich, nicht genug Ressourcen vorhanden. Ah, okay. Dann lasse ich das jetzt so stehen. Und mach das nächste Runde. 7000 reichen dafür nicht. Es scheint also ein ziemlich toller Prozess zu sein, den man wohl erst am Ende des Spiels so benutzen sollte. Ja, wenn man eh nur 20 pro Runde machen kann, dann finde ich diese Einschränkung eigentlich blöd, wenn das so extrem teuer ist, weil man es dann ja eh nur am Ende machen kann. Und am Ende kannst du mit den 20 Viechern dann auch nicht mehr so viel anfangen, weil du eh massenhaft von den großen Dingern bekommst. Ja, aber noch ein paar mehr von den großen. Schadet ja auch normalerweise nicht. Und wenn man dann so den ganz starken Gegner spielt oder auch so online gegen den anderen menschlichen Spieler oder auch Hotseat oder LAN, dann kann einem das ja den entscheidenden Vorteil bringen, den man braucht. Ja, und da öffnet sich noch ein bisschen. Ah ja, da könnte man schon erkennen, wo es ist. Also hier ist ja dieses Wiederbelebungsding, sage ich, wo man Zauber lernt. Ach, auf die hier bewegt sich das sogar. Die Bäume, sie sind in Bewegung. Aber ich weiß nicht genau, wo das Kreuz ist. Und um zu graben, braucht man einen ganzen Tag. Na, der Erschaffung ein kleiner Graben dauert einen ganzen Tag. Und demnach brauche ich zuerst den genauen Punkt und werde demnach, aber wenn man so ganz ungefähr ganz recht genau schon weiß, wo das ist, kann man auch ein paar Tage benutzen und da rumgraben irgendwo, was ja dann wahrscheinlich schneller geht als irgendein Rest, weil es dann noch ein großer Rest der Karte ist, den man absuchen müsste. Großer Spieler, ah stimmt, da der Elefant rennt. Der Elefant soll mir mal nicht meine Dinger noch irgendwie wegnehmen, aber ach, ist mir auch völlig egal, ob der das jetzt macht. Also wenn er es macht, dann renne ich auf jeden Fall nicht hin, um das rückgängig zu machen, weil ich schon. Ah, das ist hier ein Schloss von den Dämonen. Ah, nein, hier ist einfach nur eine Brücke. Ja, wenigstens muss ich ja nicht über Meliwertan-Schuhe suchen, um über Lava laufen zu können oder über Wasser. Ach, da war es auch nur irgendeine Flüssigkeit. Ist nur ein bisschen wärmer. So, jetzt gucken wir, ob 19.000 denn reichen zum Aufwerten. Das heißt, für die Viecher gerade, um die Ritter aufzuwerten, hat es mir auch nur an Geld gefehlt. Ausbildung nicht möglich, nicht genug Ressourcen waren. Heilige Scheiße? Ausbildung nicht möglich, ja, die Anzahl zu hoch. Aber wenn ich, machen wir dann mal da das zu 16 16 Stück, so 16. So, jetzt mal andersrum, die 16 hier unten. So, die könnte ich aufrüsten. 1600 würde mich das kosten. Jo. Aber packen wir die. Ich würde dann, nein, dann will ich die mal. Teile ich die mal wieder auf und gucke, wie. Das, ist immer noch zu teuer. Heilige Scheiße, aber ich hab. So. Nochmal aufteilen. 4 könnte ich auch das für 10.000. Huh, 8 kostet dann 20.000.
und 16 kostet 40.000. Ö. Also, dafür braucht man auf jeden Fall die Träne von Ascher, wenn man das Ding, ja, diese vier, mache ich dann nochmal direkt, so, zu Rittern, die ich, so, und, warte mal, ich will mal die Ritter, einen darf, nein, nicht so, so, und einen Ritter, nein, der eine muss nach unten, und den werde ich gleich, den, nein, alle Kreaturen ausbilden, den kann man nicht ausbilden, weil der schon, ja, wenn man, dann könnte man sich, würde man sich ja so irgendwie so massenhaft die Erzengel nur haben, aber ich meine, so teuer wie das bei diesen, wie so teuer wie es ist, die zu denen zu machen, da, aber wahrscheinlich braucht man die gar nicht upzugraden, man würde die, oder, also ich meine, hier aufwerten zuerst. Ach,